Geht ab. Es geht. Ich muss die Tür zumachen, was? Ich wohne hier ja nicht alleine. Herzlich willkommen, Leute. Wir haben gedacht, wir machen heute ein Video. A day in my life. Vielleicht heißt es auch noch anders, weil wir Clickbait brauchen. 8:45 Uhr. Wir wollten eigentlich um 7:30 Uhr anfangen, aber es gab kleine Komplikationen. Leon, Schuhe. Das musst du auch mal lernen. Zieht man halt nicht. Das ist meine Bude. Hier ist meine Freundin. Mann. Ich habe schon mich ein bisschen frisch gemacht. Ich muss jetzt gleich noch meine Zähne putzen. Das mache ich. Warum machst du Katzengeräusche, Bruder? Das ist ein Pferd. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach auf den Pumptrack. Wir essen was Leckeres. Und Leon, mein Lieblingsessen essen wir. Frühstücken muss ich noch. Charlie geht jetzt gleich in die Schule, Arbeit. Whatever. Sieht aber nicht so aus. Wir dürfen, glaube ich, nicht zu viel hier zeigen, sonst es gab schon zwei, drei Komplikationen. Warum? Weil sie Spezi wollten. Sauf mal ein Zimmer. Ja, sauf mal Spezi. Ich bin wieder gottlos. Ist ja auch Spezi. Ja. Du sagst ja nicht um 8:45 Uhr Spezi. Aber du? Das Video. Das ist ja nur das Video. Ballern mir morgens immer so Immuntabletten rein. Die muss man, glaube ich, kaum. Die liegt seit 2 Jahren und weiß nicht, wie man die einnimmt. Ich glaube, die kauft man einfach. Ich habe leider keine fancy Kaffeemaschine. So dachte ich, mache ich wie die ganzen Morgenbike, fange ich jetzt an. Mit so einer Waage oder was auch immer. Checkt ja kein Mensch. Wie alt warst du, als du 6 warst? Wie alt warst du mit, wann war das mit 6? Wie alt warst du, als du 6 warst? 6. Wie geht's dir? Na? Wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Gut. Und dir? Auch gut. Ist das jeden Morgen so? Nein, der war scheiße. Ja. Bruder, ciao. Machst du gute Zeit. Ich hätte jetzt Bock, direkt auf den Pumptrack zu gehen. Ah, okay. Welche Uhr soll ich anziehen, Leon? Boah, ich finde die graue richtig geil. Die da? Ja. Super. Dann nehmen wir die. Welche Shades soll ich nehmen? Nimm ich Paulaner Shades. Paulaner oder die? Aber welche? Warte, ich mach kurz Modenschau. Oh, auch wild. Komm. Lass ihn kochen, Alter. Ja, ich zieh einfach die, wo ja. Helm dran ist. Ja, perfekt. Das ist Olympia Colorway. Nice. Das passt zu mir. Aber zu viel schon hier nicht. Ist schon dope. Wie findet ihr neue Cam? Global Shutter. Magic happens. Ah, krass, wie das letzte Video abging eigentlich, gell? Ja, voll. Leute, schreibt mich bitte an, Oral B. Also, wir holen jetzt das Dirtbike für unsere Pumptrack-Session. Das mache ich natürlich jeden Morgen, Pumptrack-Training. Sieht man, oder? Maxi Vilo kommt hier zum nächsten Video. Hast du gesehen? Oder 1000 Liegestütz-Challenge. Aber hier stehen so die Räder, wo ich eigentlich immer brauche und so die Sachen. Leute, ihr wisst ja, ich habe ein neues Auto. Das habe ich mir gar nicht vorgestellt, gell? Nee. Ist hier als ein scheiß Heckträger. Heckträger. Also für das, was wir heute vorhaben, sollte das gut fest sein. Ewok, danke, gell, für das Wheelback. Bruder, hier verbringe ich sehr viel Zeit. Jetzt müssen wir erstmal kurz schauen, für wie viel Euro wir tanken dürfen. Letztes YouTube-Video. 75 Euro. Alter. Alter. Danke, ihr zahlt den Sprit heute. Hä? Schiffer. Ja, hoffe. Was heißt Verfügungsrahmen ausgelastet? Wir haben das Privileg, wir haben zwei Pumptracks. Ich finde das ja, sehr cool. Ja, cool. Heute ist letzter Schultag, gell? Oh. Leute, ich habe euch noch gar nicht mein neues Auto vorgestellt. Ihr habt zwar bestimmt schon die ein oder anderen Videos gesehen, aber ich habe mir ein M3 Touring rausgelassen. Volle Hütte, Carbonpaket, Dachträger, Fahrrad, British Race Screen, richtig geil. Weil die Karre Ultra hat einen guten Discount-Code bei BMW bekommen. Nochmal danke dafür. BMW Unterberger Lindau, bester Laden. Was ich aber nicht mehr erholen würde, sind die Carbon-Keramikbremsen. Also sind geil, weil die bremsen, aber ja. Ich will halt auch auf Feldwege schießen und so. Dann innen, das ist halt geisteskrank, das sind die besten Sitze. Leon kann es bezeugen. Das ist geilste an der Karre, das hätte ich nie gedacht. Ja, das ist übrigens Spezi Colorway. Der Karre hat leider keine Anhängerkupplung, deswegen habe ich das Ding da oben drauf. Ja. Kann ich eigentlich so schnell fahren. Wie erlaubt ist. Geilste Kombi, den man wahrscheinlich am Markt gerade kaufen kann. Was ist das für ein Kombi? Dann auf Heckantrieb kann man umschalten. Braucht man eigentlich eher weniger. Aber wir zeigen euch trotzdem mal für den Test. Schreibt mal rein, wie ihr die Karre findet. Oh, ein Feature gibt es hinten noch. Das ist sehr geil. Ja, da kann man halt einfach sein Ewok Wheelback rein und raus machen. Und den Ewok Kamerarucksack auch. Ja, wir brauchen noch ein Thumbnail. Ja. Das
Auto so machen, ich mache so, aber... Bitte, Schäfchen, gib mir Driftkurs. Bitte. Okay, erstes Training des Tages. Vielleicht klappt's first try, Treppen hochspringen. Let's go! Der deutsche Daniel Gaskell. Yo, wir sind angekommen an meinem Lieblings-Pumptrack in Amzell. Hey, die Sonne scheint jetzt sogar. Mega nice. Hey, wie geil findet ihr übrigens das Feature? Ihr fragt mich immer, was ist das für Feature an Helm? Das ist richtig geil. Das ist einfach der Oakley-Helm. Das kann man nicht extra kaufen. Das ist der Oakley Dirt 5. Richtig geiler Helm. Wir sind ja am Pumptrack. Bestes Training, was ihr eigentlich machen könnt. Scheißt auf Gym, scheißt auf, keine Ahnung, was auch immer. Hier werdet ihr fit für den Bikepark, für Trails, für körperlich fit, Ausdauer fit. Fahrt einfach eure 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden. Ein paar Gaps. Nicht übertreiben. Mal ein paar Laps, oder? Das machen wir jetzt. Machen wir einfach ein paar Laps, oder? Machen wir noch Gaps. Und was steht als nächstes auf dem Programm nach Pumpcheck? Dann gehen wir mal was frühstücken. Okay, und dann reden wir weiter. Was Gesundes, und dann reden wir weiter. Also das Video enthält natürlich schon ein bisschen einen Witz. Jeder Tag ist ein bisschen anders bei mir. Mal muss ich viel Steuerzeug machen. Buchhaltung, Mails, Business-Sachen. Mal kann ich jeden Tag Fahrrad fahren. Das sind dann die Tage, wo wir immer abhängen. Ja, genau. Aber ich versuche euch schon ein bisschen so einen Einblick zu geben. Na, müssen wir vielleicht noch was am Fahrrad richten, weil ich fliege nächste Woche nach Island. Kein Vlog, aber die Leute, mit denen ich gehe, sind nicht so witzig wie du. Ich kann nicht mehr. Alter. Oh. Was, Dave ist doch ultra witzig. Jo, zieh, zieh, zieh. Alter! Na dann guck! Leute, macht es mit euren Freunden, das muss klatschen. Aber so ein dumpfes Geräusch. Sag mal, Hero Shot nochmal. Ich baller das Gap da vorne noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bisschen mehr an Sweet Spot. Also 8 Meter machen wir. 8 Meter. Aber ist schon heavy mit so einem kleinen Bike, finde ich. Boah. Hey. Ich mache noch ein paar Laps. Ja, das war die Pumptrack Session. Wir essen jetzt mal was. Normalerweise um die Uhrzeit haben wir 10. Dann kann man entweder Döner oder Leberkäse. Ja. Ich zeige euch gut die Leberkäse. Ja. Und dann machen wir vielleicht Sprint-Challenge, ja, mit Stefan Riedinger. Wer ist das? Dein Management des Vertrauens. Ja. Sehr, sehr guter Mann. Ja, voll. Aber Kamera-Rucksack. Ja, genau. Ja, es sind ja noch mehrere Stationen von dem Video. Dann Island, Kanada, Namibia. Dave, du bist gerade live auf dem Video. Das ist Business Talk. Das muss auch in mein Day in my Life, weißt du? Sag mal was Kluges. Also Symbiotics jetzt ein. Symbiotics muss man jetzt. Es war eine Minute, die waren all-time high. Und Dave ist in diesem Moment reingegangen. Ciao, ja, Dave. Gut, ey. Danke euch dann. Und ja, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Und ciao. Was Business Talk? Ich hole jetzt zwei Leberkäse. Was willst du trinken? Wasserstab. Spezi. Ah, nehme ich Spezi. Fidelis Pack, Leberkäse Hall. Ganz klassisch haben wir heute Leberkäse auf dem Sternsemmel. Das ist so der geilste Leberkäse, den es in Wangen gibt für dich. Fidelis Pack. Ist geil. Beste, wirklich dazu ein Paulaner Spezi. Leute, ein kleines Rätsel, das müsst ihr jetzt erraten. Was bedeutet, also ist eine Abkürzung, LKW mit ABS? Schreibt es in die Kommentare. Google. Nicht googeln. Nicht googeln, bitte nicht googeln. Der, wo es errät, da aus dem wird ein Gewinner herausgelost und der bekommt Zocken. Was ist los? Ich wollte ein bisschen Day in Your Life filmen. Dream big. Leute, es gibt noch Corby-Spot-Socken. Wir haben die jetzt in richtig geilen Farben. In so einem lila-weiß. Wir haben wieder Restock. Also es gibt wieder genug Corby-Spot-Socken für alle. Es gibt, glaube ich, auch noch 1, 2, 3, 4 Flaschen. Das sind dann die letzten, wo es gibt. Mehr gibt es nicht. Fitlock. Bei Fitlock sind es schon ausverkauft. Wir haben noch checkt. Den Link in der Beschreibung, bestellt euch Socken, zurzeit bestellen echt wieder viele Leute, vielen, vielen Dank dafür. Immer wenn ich YouTube-Videos mache, kommen gute Bestellungen rein, das ist sehr gut. Hast du mir Coupon? Such kurz raus. Sieht man das? Ja. 10% für euch. Das.
Jo, ich wurde gerade angerufen und zu einer Sprint-Challenge eingeladen. Mein Name ist Stefan, ich bin 10 Jahre älter wie der Corby Engstle und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn abziehe, weil ich habe Laufschuhe dabei mit einer Carbonsohle. Das hat die nämlich gestern nicht, wir haben es gestern schon mit trainiert. Da ging es unentschieden aus und heute ist das alles entscheidende Menschen. Ich glaube, wir haben sogar heute ein paar Zuschauer von der Landesgartenschau in Wangen dabei. Wie viele Meter sind das? 100? 75? 75. Gerade. Also auf einen fairen Wettkampf. Gleich. LGS, was macht der schon hier? Du bist so zoomen, was? Stefan? Der ist die Maschine. Sie, Pappe von mir. Wie lange machst du das schon? Seit du 6 bist. Wie alt warst du? Hey, wie geht's dir? Gut. Und dir? Echt? Geh mal hin. Das war Workout Nummer 2 von heute. Ciao Stefan, du weißt doch gar nicht. Hey, warum? Ich lauf da mit. Achso. Hey, ciao. War mega geil. Hey, wie geht's? Gut, und der war scheiße. Wie geht's? Hau rein, danke. Gut. Und dir? Oh! Wer kennt, wenn Tunnel kommt? Ja, und wenn der Karre ist, spitze. Ich und Leon würden demnächst vorbeikommen und was am Fahrrad schrauben. Und steh drauf. Was machst du? Gehen. Ich muss jetzt gehen, ich habe Termine. Was für Termine? Genau. Wir sind angekommen an meinem Lieblingsfahrradladen. Zweiradstahl fahre ich mittlerweile schon seit über 10 Jahren für die. Und die richten mir jedes Fahrrad, jedes Bike haben die bis jetzt aufgebaut. Und heute machen wir mein Rad ready für Island und vielleicht fahren wir nachher noch in die Lab. Wir haben hier ein ganz spezielles Paket vom Johannes Fischbach mit der falschen Reifenmarke drauf. Aber da ist was ganz Tolles drin, das ist noch nicht gelauncht und das bauen wir heute in mein Fahrrad rein. Hallo, André, servus. Dürfen wir ein Video hier filmen? André, wir wollen deinen Laden vorstellen. Das ist der beste Fahrradladen. Vor allem hat der Zweiradstahl jetzt auch Ghost Bike. Wie sagst du, steht was aus? Ghost. Ghost. Ghost Bike. Geister. Hi. Guten Tag. Es geht. Hi. Du bist Teil von meinem Leben, André. Kannst du nehmen. Nein, ich will nicht. Ja, ich muss raus. Du bist es auch. Ja, André, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Und dir? Und dir? Ich habe hier Praktikum gemacht, was? Frag mal, wer hier wirklich Praktikum gemacht hat. Ach stimmt, du hast. Leon hat echt Schulpraktikum hier gemacht, gell? Ja. Kennst du den? Ja, das nennt man Talentförderung bei uns. Talentförderung. Hey, mal ehrlich, André? Meine Speichen sind komplett locker und du weißt ja, ich kann das nicht. Bist du fest, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben es lang gehoben. Ich wollte dich auch ehrlich mal noch was fragen, André. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Zwei sind auf jeden Fall für dich. Geiler Typ. Die kommen dann bei mir ran. Ich darf das jetzt testen. Danke, Johannes Fischbach, Tire Trooper. Niegelnagelneu, früher war das so ein, würde ich sagen, sah aus wie so Schwimmnudel. Und jetzt hat er wirklich was Geiles konzipiert, selber entwickelt, mit eigenen Ventilen. Alter, wie geil das riecht. Riech mal. Na, was riecht das? So nach Zitrone-Neuwagen oder so ein Zitrone. Riecht irgendwie geil. Nach neu. Ah, wie im Deichmann, wenn man da reingeht. Oh, Alter, ja. Nach Schuhe, ja. Ja, ich muss noch dehnen, ein bisschen. Und dann Seifenwasser drauf machen. Das ist, glaube ich, echt eine geile Kaschko-Alternative. Was halt cool ist, dass die Löcher da drin sind und die Milch jetzt halt endlich mal hinter den Lass ihn kochen. Ah, der Test ist richtig gut. Frag nicht, was für Milch, einfach Dichtmilch. Er hat mich gebissen in die Hose. Wasserrot, Sani. Das war mein Zweiradstapel. Wir haben ein paar Bikes. Die könntest du euch echt in ein Ghostbike bestellen. Was machst du? Auto fahren. Oh. Der riecht ultra geil. Wie beim Deichmann sind wir drauf gekommen. Wie die Schuhe beim Deichmann. Na, das ist ja das Orangen-Schuhsohlen-Material für Laufschuhe. Ah, echt? Muss ich den ein bisschen dehnen, oder? Voll. Voll dehnen, also einfach so dran ziehen. Ziehst du dann lang. Ah, okay. Also sieht gut aus.
machen. Irgendwann mache ich noch Milchwein, denke ich. Da können sich die anderen Nudelhersteller am Markt aber ganz schön was abschneiden, sage ich dir. Das mache ich mir privat mal. Wie kommt der rein? Also? Das ist falsch. Aber war es jetzt, würde ich sagen, schwerer als Kaschko oder nicht? Ich bin es ja bei Kaschko schon anders gewohnt, deswegen habe ich das jetzt noch mal machen müssen. Ja. André, ciao, gell? Ciao. Kommt's an, im Zweiradstadel. Es war mir ein inneres Kühe-Schubsen. Genau so. Wo ist der Laden, André? In Wiers, der Zweiler. Hausnummer? Äuse 30, Schrägstrich, Uis. Kommt's alle vorbei. 39, weiß nicht. Was? Nein. Alter. Ja, nochmal ein fettes Danke an Zweiradstahl. Fresche neue Reifen drauf, Schwalbe, Tires. Und wir haben was richtig Geiles hinten drin, den Tire Trooper von Fischi. Da auch nochmal vielen Dank, dass ich den testen darf. Und den gibt's, glaube ich. Wann kommt das Video raus, Leon? Anfang August. Geschichten aus dem Paulanergarten. Morgen. Anfang August. Oder nächste Woche. Ja, dann gibt es den wahrscheinlich schon zu kaufen. Ah, die wissen ja nicht, wann es gedreht wurde. Ja, auf jeden Fall gibt es den wahrscheinlich dann schon zu kaufen. Ciao. Wir sind da im Bikepark Nieratz unter der Autobahnbrücke, unter der A96. Und wir haben schon lange kein Video hier mehr gemacht. Die Leute wünschen sich's immer, die sagen immer, Corby, mach mal wieder Nieratz-Edits. Lustigerweise, Nieratz, place to be, hier bin ich groß geworden, hier fahre ich seit... Keine Ahnung, seit ich 12 bin, fahre ich hier Fahrrad, 6 Wochen am Stück Sommerferien, jedes Jahr. Leon hat hier auch seine halbe Kindheit verbracht, also. Die ersten 2 Jahre war ich jeden Tag da, also okay. Gefühlt. Wir haben gedacht, wir nehmen euch mit, wenn wir so ein iPhone-Edit filmen für Instagram, shredden ein bisschen und ihr seid live dabei. Oh, das schmeckt so geil, oder? Was filmen wir heute? Wir nehmen euch wirklich von Anfang bis Ende mit. Es geht immer so los eigentlich. Bro, how does the song go again? How does the song go again? Wir machen einfach ein paar Shred-Edits. Okay. Aber das könnte man echt Kreatives machen. Bro. Bro, what you do for a living? I'm a mountainbike rider. Ja, oder nur Shred-Edit. Oder was, fangen wir an? Ja, machen wir den Safen, oder? Den Slider. Ja, den Slider. Nimmst du mein Handy? Ich nehm dein Handy. So geht es wirklich jedes 30 Mal. 30 Frames, gell? Ja, 4K. 30K. Ultra geil, oder? Ich hätte Bock auf Nose-Tap, da über die Hip-to-Crankflip. Ja. Aber nicht so easy, glaube ich. Okay, check mal ab. Ah, ja. Ja, ich mach nochmal ohne hinsitzen. Von wo willst du nochmal machen? Von rechts vorne, oder? Mama. Geil, oder? Eine Manual-Line braucht es eigentlich auch. Also ich da kann ich was filmen, Alter. Ja, eine krasse Manual-Line wäre geil. Ich habe gerade ein bisschen gemerkt, mein Fahrerkinn ist ein bisschen weich. Ist immer kacke, wenn du gerade so steile Absprünge hast, dann geht's weg, aber ich will es trotzdem mal probieren. Leute, die Kicker sind echt hart mit dem Enduro-Bike. Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gezeigt, die Sprünge. Das sind einfach so BMX-Dirt-Kicker, super, super steile Absprung, steile Landung. Und dann müsst ihr hoch raus boosten. Ich bin immer ein bisschen nervös davor, aber es ist auf jeden Fall eine Mission. Der erste ist schon lang für so Dirt-Kicker. So ein bisschen, ja. Aber wir drücken die Däume. Scheiße. Ich fühle mich gerade ultra gut auf dem Rad. Ja. Was würdest du noch für Insta-Edit filmen? Ah, haben wir auch noch. Da ist so ein Ripplinger am letzten. Zeig Gesicht, mach mal. Was geht da zwischendurch noch? Bruder, ein bisschen Business machen. Wir haben ein neues Ghost-Fahrrad auf Island, das wir shooten. Komm, und wir fliegen nächste Woche schon. Jetzt muss das gerade alles ein bisschen getimed werden, wie, wo, was. Und das machen wir neben Filmen halt hier mal da. Deswegen schon geil, dass es mittlerweile Handys und Smartphones gibt. Danke, Steve Jobs. Manual hätte ich noch Bock. Manual, ja. Wo machen wir Manuale? Lass Innsbruck. Ja, okay. Wir schauen Innsbruck. Grüße gehen raus.
Also, erster Test mit dem Tire Trooper. Ich versuche da hinten in die Berm rein zu brappen. Wie viel? Ja, ich glaube, wir haben so 2 Bar, 1,9 haben wir, glaube ich. Let's go. Das ist gar nicht mehr laut. Weird, ne? Hä? Ja, aber ich könnte ein bisschen mehr Luft noch fahren, habe ich gemerkt. So iPhones sind schon crazy, oder? Was du da machen kannst. Da brauchst du eigentlich keinen Filmer mehr und keine Kamera. Stimmt. Ja. Das Nierats Edit seht ihr jetzt auf meinem Account. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Auf dem Instagram-Account natürlich. Ich würde sagen, ziehen wir weiter. Wir haben jetzt schon 15.30 Uhr. Eineinhalb Stunde ist dann auch feierabend. Ja. Was machst du? Live on location cutten. Geilste, was ihr machen könnt. Weil jetzt seid ihr noch im Flow, jetzt seid ihr noch im Game und denkt so, wow, das habe ich gerade gemacht. Der Sound könnte gut dazu passen. Und das machen Leon und ich eigentlich immer. Nierats Classic. Ja, weil hier chillt man einfach gut. Hier ist schön ruhig, schön laut von oben. Und ich schneide alle Handy-Edits mit InShot. Wie flackt der Typ da drin, Alter? Für die Rips brauchst du einen Waffelschein, Alter. I love when you sleep on me. I like to wake him up. We gon' see. Big day ahead of us. Get out your bed, go get you some breakfast. Home up. Also nochmal Leute, das Ding ist ein Gamechanger. Ich weiß, es ist bloß ein scheiß Wheelback eigentlich, aber danke Ewok. Die hat mir den einfach so zur Verfügung gestellt, finde ich sehr nett. Aber ich bin einfach stoked über das Ding. Wird euer Auto nicht dreckig, gerade wenn ihr irgendwie eine Karre habt, die nicht dreckig werden sollte und Dachträger, ist das halt wirklich ziemlich geil. Schau mal. Mann, so geil, Alter. So geil, so geil. Leute, wir sind gerade noch zu einer anderen Produktion eingeladen worden. Das ist auch eine ziemlich große Produktion hier. Das ist der Kameramann, der ist auf Javier. Wie findet ihr das? Nissan GT-R von? 2009. Stabile Karre, oder? Hier haben wir auch ein Auto, hier haben wir zwei Autohändler des Vertrauens. Bei wem würdet ihr das Auto kaufen? Hier. Gebrauchtwagen. Ja, aber was macht ihr hier? Wir machen jetzt Reach. Hört ihr, was geht ab? Wir müssen ein bisschen leise sein, weil die da drüben ja ASMR-Video filmen. Es gibt jetzt Corby 20% auf die Sixpack-Teile, Pedale, Griffe, Sattel, whatever. Richtig, richtig dope. Also Corby 20%. Abendessen. Gibt es bei uns tatsächlich öfters Döner. Döner und Ayran, also. Later that same evening. Jo Leute, das war's. Best day in my life. Ich hoffe, euch hat's getaugt. Danke an Leon hinter der Kamera. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ja, war ein cooler Tag. Der ist hier vor, Leon. War cool, oder?